Guten Morgen. Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. Hey, Katrin. Oh. Wenn ich sag, komm mal her. Ich trinke jetzt erstmal was. Ja, sagst du? Ist das nicht ein schöner Tag? Hat man das gehört? Da hinten ist ein Dampfer, siehst du den? Du. Ich hatte die Vibration vom Handy noch angeschalten. Und jetzt habe ich gerade die Info gekriegt, dass der Gerrit live ist auf Twitch. Schau mal nach hier links in den Sonnenaufgang. Ist schon schön, ne? Ja, mit dem Meeresrauschen. Ja. Jetzt geht auch der Schatten weg. Komm, schnell arbeiten. Ja, was ist der die Planung? Die Planung ist ganz simpel. Wie für Ach mal, ich habe einen tollen Schatten. Egal. Die Phoenixa wird jetzt, sofern sie nicht ständig unterbrochen wird von irgendwelchen Gästen, die Mauer ziehen. Denn ich habe vor, eine Mauer zu bauen. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Ich hoffe, es kommt niemand, während ich das mache, weil sonst habe ich ein Problem. Aber der Sachse wird mich bestimmt beschützen. Ja. Denn ich möchte, oder wir möchten... Wo ist denn die Mauer? Eigene Wand. Wir haben ja schon lange gesagt, wir wollen alles ein bisschen vergrößern. Wo ist denn jetzt hier die Mauer? Da, Verteidigungswand. Ne? Ja. Ja. Und deswegen werden wir das jetzt bis darüber ziehen. Und zwar, wir machen das richtig, richtig groß, weil wir wollen uns ja hier eine Villa bauen. Ja, deswegen setze ich mal hier so an. So. Und laufe einfach mal los. Ich laufe einfach mal so halbwegs gerade hier rüber, ne? Ich mach das mal, ja. Ist ja scheißegal. Wo ist denn der Baum? Da drüben ist der Baum. Kommst du hier hinter mir her? Ja, ich dachte schon. Ach ja, und Reh wollte ich erlegen. Ja, genau. Wir planen das jetzt nur, also das heißt nicht, dass wir das jetzt in dieser Folge bauen. Nicht, dass ihr euch jetzt schon denkt, oh ne, was soll denn das ein werden? Oh, dort hinten ist ein Eingeborener. Bis hier, sagst du? Ja, mach ruhig bis zum Meer jetzt. Bis zum Meer? Ja. Das ist das komplette Inselgebiet unserer. Oder nee, scheiße, warte mal, nee, bis hier hin, wo ich bin. Und dann müssen wir hier noch gehen, weil die ansonsten ja von hinten rein können. Warte, es lässt sich hier jetzt gerade so nicht platzieren. Moment. Bis hier, sagst du? Ja. Genau. Und jetzt musst du hierher. Warte mal, jetzt habe ich gerade ein Problem. Oh, oh. Bis hier. Scheiße, jetzt ist es weg. Ich bin so doof. Mist. Okay, ich mache jetzt erstmal, ja, ich mache es mal hier hoch zu. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das ist nicht gut. Wir müssen dann dran denken, dass wir hier auch noch ein Tor reinmachen wollen. Bis wohin? Ich würde sagen, bis hierhin. Weil dann könnt ihr nicht mehr hoch. Also bis hier so? Ja. So. Ist hier ja, jetzt da? Perfekt. Ja, gut. Dann mache ich jetzt die. Warte, hier müssen wir erstmal noch irgendwo ein Tor reinmachen. Hier so? Ja. Oh, oh! Oh, Scheiße! Oh, oh! Und die Tür ist offen. Na klar, der klare Sachse hat die Tür aufgelassen. Ah! Sachse, ich mache jetzt direkt die Tür zu. Wir gehen außenrum rein. Okay. Aua! Ja. Oh Mann, wie doof ist, ich wollte gerade das Tor platzieren da hinten. Ja, kenn mich mal. Nervig. Sachse, hast du das mit dem Kaputtmachen an oder aus? Aus.
Die klitschen so halb durch. Guck mal kurz bei mir, ich hab's auch aus. Alles klar. Ach, auf Bäume hier drinnen jetzt gewachsen. Hm, das ist nicht ganz so gut tatsächlich. Ich mach scheiß Büsche weg. Oh, die nerven so hart, ey. Gerade wenn man was platzieren will, Mann. Naja, unser Stocklager wird langsam voll. So hardcore nervig. Oh, Entschuldigung. Sag mal, was ist denn ihr Problem? Sie brauchen wir auch. Komm. Die ganzen kleinen Büsche weg. Ja, können die mal weggehen? Ich will den Rest der Mauer noch und vor allen Dingen dieses Tor da platzieren. Oh, ich habe kaum noch Pfeile. Die gehen auch nicht weg, hä? Wow, hier ist einer am Kopf. Der ist drin, Sachse. Ja. Wie machen die denn das? Die kommen alle rein. Hinter dir ist auch noch einer, Sachse. Sachse, hinter dir. Das Coole ist, wenn der die ganze Zeit nur auf mich geht, kannst du ihn einfach abschießen. Ja. Jetzt haben wir ihn. Die kommen hier über die Bäume rein, sagst du. Über den Baum hier sind die reingekommen. Ich muss den Baum wegmachen. Ja. Aber ich glaube, wir sind noch nicht frei hier. Nee, nimm den mal mit. Aber ich merke gerade, ich bin der Bogenschütze beten, hä? Ja. Da wäre es besser, wenn ich dann immer die Pfeile mache. Ich habe auch noch welche, ich kann die dir dann geben. So. Da mach ich mein Bein hin. Da mein Bein hin. Ich hab bloß den einen jetzt noch. Mein Arm. Noch einen Arm. So. Oh Mann. Kann ich das hier noch hinhängen? Ist aber Platz. Ja, das ist der. Zack. Oh. Naja, Bub. Was macht unser Wasservorrat? Alle. Sind die jetzt weg? Hier ist voll. Hier ist so alle. Ich glaube ja. Mach die Türe wieder zu, ne, hinter dir. Hab ich. Lunz mir hier so ein Zeug. Ich will jetzt noch schnell das Tor platzieren, zumindest. Ich mache ja schnell mal den Endbogen weg. Ja.
wenn ich das Tor platziert habe, dann platziere ich die restliche Mauer noch. Bauernfeld! Dann haben wir es natürlich ultra gechillt, ne? Wenn wir hier so eine riesen Ebene für uns haben. Und hier machen wir dann ein riesen Anwesen für uns. Hier, genau hier, wo ich gerade bin. Phoenix hat Pläne. Ja, mit Kamin. Vielleicht können wir sogar mehrere Etagen machen, müssen wir mal schauen. Der Boom ist ruhig weg, da ist auch viel zu nah dran. So, da haben wir ein Tor. Reicht ein Tor hier hinter? Ja, ne? Mach mal lieber noch einen zweiten relativ am Ende ran. Na, ich habe hier eins hier. Ach so, nee, du. Ja, dort drei stehen sie auch. Und dann hier auf der langen. Oh, Scheiße, Mann. Wirklich jetzt. Verpiss dich doch. Ja, schlag zu, du Arschgeige. Oh, mein Gott, ist der nervig, der Typ. Okay, warte, Spaß. Also hier reicht eins, ne? Ja. Gut. Soll ich dann auf der langen Ebene auch noch eins machen? Auf der langen machst du eins, ja. Okay. Ich platziere jetzt erstmal, ne? Ja. Ach, sind die nervig, ey. Und zwar setzen wir das direkt hier so an. Hat das jetzt, wenn ich das hier so... Das ist aber gar nicht so leicht zu sehen, tatsächlich. Aber, ich renne mal hier rüber. Ja, mach das. Glauben, dass jetzt keiner kommt und mich angreift. Weil jetzt kann ich nicht zuhauen. Ich bin gerade mitten am Platzieren. Ich laufe mit. Okay. Weil früher gab es so gut wie keine Heidelbeeren. Ich glaube, die sind einfach nur sauer, weil wir hier ein viel schöneres Gelände haben als die. Ja. Wo ist unser Zuhause? Da platziere hier ganz großzügig. Ja, hinter dir rennt gerade ein Eichhörnchen her. Ja, weil ich so süß bin. Ich lasse das so leben. Ja. So. 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 So, jetzt muss ich gucken, dass ich passt. Und dass ich platzieren kann. Ich mach mal so. So! Sagt er. Oh. Geht nicht ganz. Wir haben hier eine Stufenbahnliste. Da baue ich noch eine Mauer davor. Okay. Das sieht man nicht nehmen. Genau, das ist ja die Hauptsache, dass man es nicht innen sieht. Dann mache ich das so. Und guck. So. Und kaum. Ja. 321, das geht doch. Das geht, ne? Ja, vielleicht sind die sauer, weil wir den Baum da hinten in Beschlag nehmen. Kann das sein, oder? Das kann durchaus sein, ja. Wir müssen dann nur sehen, wenn wir das hier gebaut haben, ob wir von der anderen Seite noch eine Mauer zum Strand dann brauchen, ne? Ich glaube nämlich schon. Ach, ich muss noch ein Tor hier reinsetzen, ne? Vergiss mal, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, mach das mal gleich. Warte. Wohin? Hier ist in die Mitte rein. Wo so in der Mitte? Hä? Ja, so mittig relativ. Okay. Wo willst du jetzt wehe machen? Ich weiß nicht, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich ne. Ja, hier. Ja. Hier, RB, zack, haben wir ein Tor. Warum ist denn das da so hoch? Ich verstehe das gar nicht. Egal. Ich mach das mal jetzt hier so, aber es ist irgendwie komisch, dass das so ist. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich den Teil jetzt wegreiße, dann reißt es wahrscheinlich die komplette Mauer weg.
Das kann sein. Und das wäre jetzt ganz schön doof, nur weil wir da vielleicht 3 Baumstämme extra haben. Ja. Ja, auf die 3 kommt es nicht an. So, ihr seht schon, ihr werdet eine massive Baufolge erleben. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich frage mich echt, warum das hier so hoch gegangen ist. Ich verstehe es gar nicht. Ah, egal. Baum weg! Das sieht aus. Ah ja, egal. Wirklich egal. So. Wie ich das schätze, werden hier sowieso so viele Bäume wachsen. Ja, ja. Da sind wir nur mit Fällen beschäftigt. Was machst du? Wir haben hier sein heute die lustigen Holz. Ja, oh Gott, jetzt war ich schon erschrocken, ey, Alter. Dass die immer so hinter mir stehen müssen. Lass mich, ich will den Baum fallen. Wo ist denn jetzt hin, der Typ? Der steht hinter der Mauer. Denkst du, ich sehe dich nicht, oder was? Oh, Vorsicht, ich bin Nixer! Ja, wer hättest du mal den da getroffen? Lass meine Frau in Ruhe! Ich glaube, ich muss dem Sachsen gar nicht helfen. Komm ich jetzt. So. Guck mal, die stehen noch in der Ecke. Das ist besoffen. Eigentlich brauchen wir wirklich bloß die Bäume, die am Rand stehen hier. Ja. Das reicht schon fast. Ja. So. Jetzt erstmal. Ach komm, ey. Ist schon wieder einer. Auch 2 sogar. Lass mich in Frieden. Nimm den jetzt mit. Und dann bin ich weg. Aua. Guten Tag. Uah, um Aua. Gottes Willen, ey. Oh, ich bin fast tot. Schau. Schnell in die Hütte. Uah, ich hab die Tür verpasst. Alter, die haben doch eine Macke. Nee, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Ich habe keine Medizin. Sind die im Gap? Ja, nimm keine Medizin, nimm das Naturzeug. Ja. Wenn du keins hast, sag Bescheid. Nee, ich hab alles gut. Ach, die brennt! Aua! Bleib drin. Ah! Shit, ich bin tot. Was sagst du? Ja. Komm hoch, mein Fräulein. Oh, danke. Boah. Wie sind die jetzt hier reingekommen? Durchs Tor, nicht durch die Tür. Ich wollte gerade das Gesundheitszeug nehmen. Ich esse jetzt mal was, ne? Ja. Okay, dann noch einmal. Was machen die denn? Bist du sicher, dass du das aushast mit dem Zerstören von Zeugs? Ja. Okay. Gameplay aus. Kann ich meinen Bogen bitte tun? Quatsch, jedes Mal drück ich das Falsche, ey. Kopfschuss! Mörderkopfschuss!
Das lief doch ganz gut. Oh, wo ist ein anderer jetzt hin? War da noch einer oder nicht? Ja, ich lass die hochklettern. Wo sind der andere? Hier ist noch einer oder nicht? Nee, das war einer. Ach, der ist draußen. Alles klar. Hat man nicht noch einen? Im Haus hat man auch noch einen. Im Haus ist auch noch einer. Ja. Müsste ich mich schon mal waschen gehen? Ich hab Hunger. Mein Gott, sind die Typen nervig, ey. Ja. Können wir schon schlafen? Nee, ne? Nee. Otto? Nee, noch nicht. Lass dir noch ein paar Knochen? Ich hab eigentlich voll. Okay, gut, dann nehme ich das. Aber ich kann nicht mehr tragen. Wie schöne. Gut, dann crafte ich mir mal schnell was. Ist da drin? Nee, das draußen. Muss ich doch noch was essen, ey. Können wir schlafen? Nee. Dauert noch lange? Ja. Dann esse ich was. Oh, ist der Arm schon gut? Bin mir nicht sicher. Ich nehme mal die beiden. Nee, war noch nicht gut. Na egal. Tschüss! Was denn? Geh ins Haus. Hast du das nicht gehört? Nö. Okay. Habt ihr das gehört? Das klang sehr unheimlich tatsächlich. Ich habe einen Stock geschwärtet, dich beschützt. Ja, da bin ich ja beruhigt. Scheint aber jetzt ruhig zu sein draußen. Toll, es ist aber trotzdem dunkel und im Dunkeln will ich nicht bauen. Gehen wir ans Meer. Hier sind noch welche da, ne? Das ist dir schon bewusst. Ich musste mich bloß mal schnell waschen. Ach so. Sachse, du bist ja sicher, dass du das nicht hörst? Das habe ich jetzt gerade gehört. Okay. Ah, wir können gleich schlafen. Ja. Ich dachte schon, du hast das nicht gehört. Siehst aber gut aus mit deiner Knochenrüstung. Danke. So, wir können schlafen.
Ich würde die gern voll kriegen. Also Rüstung wirklich mal voll. Mit Knochen, das wäre geil. Schläfst du dann mit oder nicht? Ja, ich habe auch gerade mal kurz was geguckt. Ach so. Gute Nacht, Sachse. Okay. Gute Nacht.